Ja, es ist soweit. Ihr wisst, diejenigen unter euch, die schon öfter mal so einer Preisverleihung beigewohnt haben, dass wir die Preisträger des Schwarzen Planeten nicht hier nach Berlin einladen. Ihr habt im Film gesehen, wie das läuft. Wir verleihen heute nur symbolisch den Preis und die Trophäe wird den Preisträgern zugestellt in großen öffentlichkeitswirksamen Aktionen, damit sie auch hier kein individuelles Hin und Her haben auf der Bühne, damit hier auch keine Ausflüchte möglich sind, sondern dass eine politische Brandmarkung auch tatsächlich stattfindet. Wir haben einen offenen Brief allerdings, der den Preis begleitet und der auch ab heute auf den Weg zu den Preisträgern geht, in dem es unter anderem heißt, ich werde nicht den ganzen Brief verlesen, den könnt ihr im Dossier nachlesen, in dem es unter anderem heißt, Herr Dies, Herr Pötsch, Herr Porsche, Herr Weil, Sie wurden im Ergebnis des vom Ethikon jährlich durchgeführten internationalen Nominierungs- und Auswahlverfahrens am 21. September 2018, dem Internationalen Tag des Friedens, in konsequenter Ergänzung zum Internationalen Ethikon Blue Planet Award 2018, ebenso wie im Sinn der Ziele der Ethikon Stiftung für den Internationalen Ethikon Black Planet Award 2018 nominiert. Der Internationale Ethikon Black Planet Award 2018 geht an Sie, weil Sie im Spannungsfeld Ethik und Ökonomie grundlegende ethische Prinzipien in herausragender Weise mit Füßen treten und derart unseren blauen Planeten in Gefahr, zu einem schwarzen Planeten zu werden, ruinieren. Sie haben in erschreckender Weise Unterdrückung, Ausbeutung, Menschenrechtsverletzungen, Zerstörung der Natur und soziales Elend zu verantworten. Sie agieren rücksichtslos, durchtrieben von niederen Motiven, geprägt und einzig zum persönlichen Vorteil. Sie nehmen für ihre Macht- und Profitinteressen bedenkenlos Menschenleben und den Untergang des Planeten als schwarzer Planet in Kauf. Sie zeigen das, was gemeinhin Skrupellosigkeit und Egoismus genannt wird. Sie stehen in einer zunehmend auf den Profit als einziges Kriterium jeglicher Entscheidung und Entwicklung ausgerichteten Welt als wenige Mächtige gegen die Interessen der Menschheit und bevorzugen vielfältig in globale Netzwerke eingebunden und auf großes Kapital gestützt ihr Handeln. Stets gut gesichert und gut geschützt, selbstherrlich und zunehmend keinerlei Gesetzen und Gerichtsbarkeit unterworfen. Sie gehören zu denjenigen, denen die Menschheit Krieg, Ausbeutung und Umweltzerstörung zu verdanken hat. Sie werden mit dem Internationalen Ethikon Black Planet Award 2018 geschmäht und persönlich gebrandmarkt, stellvertretend für alle, die den blauen Planeten gefährden bzw. dessen Untergang zu einem schwarzen Planeten heraufbeschwören. Ihre Schmähung soll Ihnen selbst und uns allen Warnung und abschreckendes Beispiel sein. Soweit das Zitat aus unserem offenen Brief. Ich übergebe heute diese Trophäe, die Schmähtrophäe, hier an meine Kollegin, Freundin, Partnerin in den Aktivitäten gegen Konzerne vom Dachverband der kritischen Aktionäre, symbolisch. Das ist der Startpunkt, den dieser Planet nebst dieser Urkunde nehmen wird durch Deutschland, um nächstes Jahr allerspätestens am 14. Mai in großen öffentlichen Aktionen bei den Preisträgern anzukommen. Barbara, hier bist du. Okay, also ich möchte noch mal betonen, stellvertretend nehme ich diesen Preis natürlich nicht an, weil ich mich mit diesen Herrschaften doch nicht auf einer Linie fühle. Außerdem frage ich mich, liebe Leute bei Ethikon, warum eigentlich, wenn doch die Geschmähten immer nur Herren sind, warum denn dann die Frauen die Spreepreise entgegennehmen müssen? Aber ich finde es sehr, sehr richtig, dass ein Konzern wie VW diesen Schmähpreis erhält und dass das Thema die Verbrechen dieser Konzern regelmäßig und immer wieder begeht, dass das einfach im Licht der Öffentlichkeit bleibt. Als kritische Aktionärin gucken wir natürlich ganz oft auf die Finanzmarktsituation.
Und bei, wenn man so Börsennachrichten, Finanzpresse liest, dann ist es eigentlich so, dass die Finanzpresse gerne wieder zu Procedure as usual zurückkehren will. Und wenn man sich den Aktienkurs angeht, ist langsam alles wieder in ruhige Fahrwasser geht. Und auch die Finanzanalysten, die Führenden, sagen, kaufen, kaufen. VW-Aktien sollen wieder gekauft werden, alles kein Problem. Und wenn man zu den Top 20 Investoren in Rheinmetall, Volkswagen, jetzt bin ich schon wieder beim letzten Jahr, weil das mein Lieblingshasskonzern ist, der Rheinmetallkonzern. Aber auch Volkswagen ist es so, dass da zum Beispiel die Union Investment, die Fondsgesellschaft der Volksbanken und Raiffeisenbanken, der immer schon noch zu den Top 20 Investoren in diesem Konzern zählt, wo viele von uns ja auch Fondsprodukte von haben. Und das finde ich ist zum Beispiel ein Skandal. Ein Finanzinstitut, das aktuell scheinbar auf Distanz zu Volkswagen geht, ist Deka. Das ist die Fondsgesellschaft der Sparkassen. Die haben dem Management dieses Jahr die rote Karte gezeigt und es nicht entlastet, aufgrund der ganzen Skandale und Verbrechen, in die der Konzern verstrickt ist. Aktuell sind sie auch vor Gericht gegangen gegen den Konzern und sie versuchen jetzt, gerichtlich Schadensersatz für die geschädigten Anlegerinnen zu bekommen, die in ihren Depots halt Aktien von Volkswagen haben. Egal, wie man zu dieser Klage steht, ob man jetzt meint, dass das jetzt ein so ein großes Problem ist, was den Anlegerinnen da widerfährt, so ist es doch so, dass ich es auf jeden Fall gut finde, dass so das Thema immer weiter und die Verbrechen von Volkswagen auch immer weiter in der Öffentlichkeit thematisiert werden. Und es macht auch deutlich, dass wir, oder auch viele kleine Sparer, die das gar nicht wissen, dass wir mit diesen internationalen Konzernen, arbeitenden Konzernen auch verstrickt sind. Und dass wir auch aufpassen müssen, wo wir unser Geld etc. anlegen. Und nur, weil die Deka jetzt ein bisschen, deswegen habe ich ihm scheinbar gesagt, ein bisschen Ärger gegen Volkswagen macht, heißt es noch lange nicht, dass sie keine Fondsprodukte mehr anbieten, in denen Volkswagen drin ist. Also, wenn Sie Union Investment Fonds haben von Volkswagen, sollten Sie mal reingucken, ob da nicht von Union Investment haben, sollten Sie mal reingucken, ob da nicht Volkswagen noch drin ist. Und da man ja durchaus auch diese Tagung nutzen kann, um ein bisschen Agitation zu machen, möchte ich jetzt noch auf eine kleine Kampagne von Urgewalt hinweisen. Wir arbeiten nämlich gerade auch zu Deka Investment, zu der Fondsgesellschaft der Sparkassen, weil wir wollen, dass die sich endlich Ausschlusskriterien gibt, damit wir als Sparerinnen und Sparerinnen auch sicher gehen können, dass unser Geld nicht in menschenrechtsverletzende Konzerne und verbrecherisch arbeitende Konzerne fließt, wie eben Volkswagen oder vor allem auch zum Beispiel das, was im letzten Jahr geschmähte Unternehmen Rheinmetall. Und deswegen haben wir da draußen eine kleine Unterschriftenliste liegen, wo Sie gerne eingeladen sind, sich auch zu unterschreiben und sich an dieser Protestaktion zu beteiligen, weil wir eben finden, dass es wirklich auch wichtig ist, dass wir als Einzelpersonen auch nicht mit unserem Spargroschen, den wir vielleicht irgendwo hinbringen, dann tatsächlich solche verbrecherischen Konzerne auch noch unterstützen. So, und ansonsten sage ich wirklich danke für den Schmähpreis und ich bin total optimistisch, dass er im nächsten Jahr im Rahmen vieler kreativer Aktionen wieder an den Volkswagen-Konzern, an die Volkswagen-Chefs weitergereicht werden wird. Liebe Barbara, ich bin versteckt. Für dich gibt es natürlich auch einmal noch die Fotoshow. Und auch die Tasse von Otto Piene. Und lieber Christian, lieber Axel, liebe Barbara und auch liebe Helferinnen,